Nein, wir sind sicher. Nitro! Ja, lass Nitro weg. Boah, da komme ich mal vor wie eine Formel 1 ab. Warum? Mit der Beschleunigung. Oh Mann. Ja, okay, jetzt habe ich die Bremsen verpeilt. Also normal kürze ich da links durch das Gras. Also wirklich. Jetzt habe ich es auch als Beweis, Chrissy. Was? Alles, was du sagst, kann und wird als gegen dich verwendet werden. Ja und? Hab ich kein Problem damit. Ich habe mich vorhin in der Kurve verschalten. War wenn ich kann die Schaltvorgänge, also meiner Technik nach, auf die Strecke schon super. Springt mir da links oder rechts? Links, halt links in die Mitte rein. Ja, kick mich noch nach draußen! Ja, Baum! Entschuldigung. Ich hab nicht gedacht, dass es so krass ist. Willst du neu starten, oder? Ich will einfach mal fahren und dann unsere Zeiten vergleichen. Achso, okay. Dann kannst du mir ein bisschen erzählen, wie du fährst. Also ich fahre dann jetzt rechts an die Leitplanke und zieh dann mit leichten Lenkbewegungen nach links. Ich fahre jetzt in den Tunnel rein. Was? Ich fahre in den Tunnel. Und jetzt fahre ich raus. Immer rechts geblieben. Wenn man links bleibt, glaube ich, kommt man ein bisschen schneller raus. Aber ist dafür weit abseits der Ideallinie und muss viel früher bremsen. Bremsen? Das erledigt der Tunnel. Die... Ah! Okay, jetzt weiß ich, warum man bremsen muss. Also ich schaff's hier nicht. Jetzt habe ich mich hier verbremst. Ich könnte auch versuchen, hier rumzudrücken. Ich bin dafür, wir nehmen dann eher die Zeiten von zwei, von der zweiten oder dritten Runde, weil... Ja. Also von meinem Anspruch an mein fahrerisches Können her, würde ich sagen, ich beherrsche diese Strecke. Aber was die Computergegner da leisten, zeigt mir, dass das nicht wahr ist. Tja. Nein, nicht so weit rum. Oh Mann. Jetzt habe ich einen Bremsen. Also meine Zeit für die zweite Runde ist auch entfallen. Ups. Meine Zeit für die erste war 2,57. Ich bin 2,50 gefahren. Keine Ahnung, weißt du, wie schnell die Computer fahren? Ja, hab ich nicht angeschaut. Jetzt habe ich vergessen zu schalten. Ah ja. Halt schalten in dem Sinne, dass man nicht merkt, dass man schalten muss, sondern nur um das Optimum rauszukitzeln. Ja, solche Schaltvorgänge gibt's auch. Ja, ich weiß. Bam, der Wagen schafft ohne Nitro sogar 166. Sogar 180, bist du deppert? Soll ich das Video dann hochladen und dir zeigen, wie ich gefahren bin? Wenn du meinst, freu ich meine Technik, die außen von der Autobahn ist super optimal.
Jetzt habe ich ihn voll eingebaut. Hast du sehr schön gemacht. Mach ich. Oh Mann. Ja, kann auch sein, dass ich einfach zu wenig Risiko war und einfach. Ich fahre jetzt aber auch nicht sonnen mit. Möglichst schonend zu fahren, aber hat derweil einfach eine Scheiße dabei gebaut. Also ich fahre gerade nicht wirklich sehr risikofreudig. Ja, aber halt. Schau, ich habe in der ersten Kurve jetzt nicht mal abgekürzt und bin wunderschön durchgekommen. Boah, ich habe Fehler gebaut, aber ich bin bei 251. Ja, ich bin klein. Also ich habe die erste Kurve mit einem 28 Punkte gemeistert. Ich weiß nicht, ob ich Driftpunkte bekommen habe. Aber ich bin wunderschön durchgekommen, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach liegt so 20 Sekunden vor mir. Ja, könnte sein. Meiner Meinung nach. Was ist denn? Warum bitte? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich besser fahren könnte. Keine Ahnung, ich sehe leider nicht, wie du fährst. Ich habe mich zwar nur minimal getestet, aber... Nein! Boah, fuck, jetzt hat's... Ah ja. Jetzt hat sich mein Motor gerankert, als wäre er abgestorben, wie ich hochgeschalten habe. Ja, wenn sowas passiert, schon mal. Ich brauche eine Selbstentzündung. Ich habe insgesamt 76 Driftpunkte schon. Ich hatte das Gefühl, dass ich besser gefahren bin als sonst und der Abstand hat trotzdem zugenommen. Ja, ich bin jetzt eine 2,31 gefahren. Wie geht das? Ja, ich lade dann das Video hoch. Ich war der immer hinterher. Sag mir, wo du wie fährst. Ja, okay. Mann.